Hey und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 3. Ist doch nicht mal kurz weg. Ethan und Emma haben gerade gefrühstückt und ich lasse Emma sich mal frei nehmen für heute. Doch, ich war schon richtig. Gesundheit, Ethan. Genau, für einen Tag, einfach nur mal für heute. Ethan müsste zwar auch. Ethan müsste zwar auch arbeiten, aber aus irgendeinem Grund möchte er heute nicht arbeiten, beziehungsweise er kann nicht arbeiten gehen, deswegen braucht er sich auch nicht frei nehmen. Also ich habe schon mal in den Spielstand ein bisschen gespielt, weil ich was ausprobieren wollte, deswegen weiß ich das. Und danach könnte Ethan mal, genau. Emma nimmt sich frei und Ethan, du kannst. Ey. Warum geht das nicht? Hey, ich will, dass das weggeht. Ethan, du kannst Kimberly mal einladen. Oh, ich habe das falsch angeklickt, sorry. Oh, Damien ruft an. Weißt du was? Wenn dich Damien schon anruft, dann kannst du da auch drin gehen. Wie geht's denn dem kleinen Louis? Relativ gut eigentlich. Ja, unterhalte dich mal ein bisschen mit ihm. Und Emma, du kannst trotzdem mal ein bisschen kuscheln. Also, ich dachte gerade, das hat was mit Louis zu tun, aber nee. Weil Emmas, huch, ziemlich erschreckt. Was macht das hier? Was macht das Maskottchen hier? Was ich eigentlich sagen wollte, Emmas Beziehung zu Louis ist deutlich schlechter als die von Ethan ab, weil er ja mit jedem sofort Freundschaft schließt. Ach, wie süß. Und irgendjemand von euch beiden kann gleich mal das Geschirr wegräumen. Ethan anscheinend. Ethan, dann kannst du ja mal aufräumen. Jetzt ist es hier nicht. Oh, da ist eine Fußbodenplatte, eine falsche. Naja, egal. Aber jetzt habe ich ja auch endlich einmal dieses Problem gelöst, dass es hier immer so unordentlich oder dreckig war für die Sims. Emma, dann kannst du ihn wieder ins Bettchen legen und hier mal Wäsche waschen. Ich glaube, ich mache das so, dass nicht alle auf einmal vorbeikommen, dass ich die nach und nach einlade und dann wieder nach Hause schicke. Und ich kann das ja ganz easy mit dem Selector machen, dass die auch wieder nach Hause gehen. Oh. Ist in der Zwischenzeit, wenn Kimberly eh noch eine Weile braucht, vielleicht lasse ich Ethan einfach nochmal ein bisschen schreiben gerade. Ich mach mal Play. Soll ja mal ein Drama schreiben. Oh, warte mal, Emma. Jetzt legt sie natürlich gerade ins Bett. Okay. Emma, dann kannst du ihm ja mal von mir aus ihm die Windel wechseln. Und ihm was zu. Oder warte mal, spiel dann nochmal. Und dann kannst du ihm auch was zu essen geben. Und die nochmal kuscheln. Und dann kannst du ihn jetzt mal ins Bettchen legen. Und eigentlich müsste ja Kimberly auch gleich mal kommen. Ethan, du hast sie schon eingeladen, oder? Ich probiere es nochmal. Ach so, nee, hat er nicht, weil ich habe es ja weggeklickt, weil ich aus Versehen auf Auswärts einladen geklickt habe. Warte mal. Wo ist sie denn hier? Invite over, so. Oh. Okay, Mila, dann komm du doch vorbei. Sie möchte ihren Enkelkind nicht kennenlernen. Dann komm doch mal mit Harvey und Damien, Fragezeichen, vorbei. Damien müsste eigentlich in der Schule sein. Eigentlich sollte er nicht kommen. Aber vielleicht hat er ja frei. Bin mal gespannt. Okay. Oh, die kommen beide nicht. Vielleicht sollen wir die mal nachmittags einladen. Aber warum kann Kimberly nicht? Kimberly arbeitet doch nachmittags eigentlich. Okay, Emma, dann räum du mal auf und Ethan geht duschen. Sie dusche hier.
Duschen. Oder wann man muss Emma auch duschen? Nö, eigentlich nicht. Oh, da ist Mila. Okay, Emma, dann kannst du sie mal einladen. Genau, lad sie doch mal nach drinne ein. Ah ja, kommt eh schon rein. Okay. Warum bist du denn jetzt da oben? Du kannst ja mal nach dem Tag fragen. Ethan, du kannst weiterschreiben. Dann können die beiden sich nämlich auch noch mal ein bisschen besser anfreunden. Wie gut ist Emma eigentlich mit Jill? Auch relativ gut. Die können auch nach Emma vorbeikommen. Dann Friendly. Umarmen sie doch mal. Irgendwie finde ich es jetzt gerade so ein bisschen doof. Ach da. Irgendwie finde ich es jetzt so ein bisschen doof, dass Mila die erste ist von der Familie, die Louis kennenlernt. Aber egal. Was war das denn gerade für eine Interaktion? Haben die gemeinsames Merkmal? Was waren das gerade? Ah. Ich wechsle mal zu Mila rüber. Das klang gerade so echoey. Ich habe jetzt auch meine Einstellung wieder geändert vom Dings. Ich glaube, ich habe im letzten Video aus Versehen. Nochmal auf Play. Ich glaube, ich habe aus Versehen meine Kopfhörer nicht drin gehabt. Deswegen war da irgendwie so ein komisches Echo oder irgendwas war da am Ton komisch. Also zumindest für den zweiten Teil. Und mal gucken, warum Kimberly jetzt nicht konnte. Guck mal, konnte. Doch, Kimberly kann eigentlich vorbeikommen. Da würde ich doch mal sagen, Kimberly, komm mal vorbei. Lern doch auch mal dein Enkelkind kennen. Kannst einfach mal hier hingehen. Oh, guck mal, dann kann sie den nämlich auch kennenlernen. Und ich glaube, ich werde es dann so machen, dass ich nachmittags dann Liam und wen noch? Liam, Jill und die Familie, also die Familie mal einlade, wenn dann auch die kleine Zoe von der Schule kommt. Oh, guck mal, da ist sie doch schon. Wo ist denn jetzt die gute? Du kannst sie dann mal wieder ins Bett legen und mal nach Hause gehen. Vielleicht hätte sie Louis, Ethan auch mal umarmen können. So, herzlichen Glück. Ach da, okay. Da muss ich dann nochmal wieder kurz zurückwechseln. Das ist jetzt gerade so das reinste Hin und Her. Aber dafür finde ich den Selector-Mod halt auch mega. Okay, wo ist Kimberly? Hier. Sag doch mal Kimberly Hallo. Genau. Boah, sie kann sie umarmen. Das finde ich so toll. Ethan, du kannst Kimberly auch mal Hallo sagen. Und danach darfst du auf die Toilette gehen. Mal ganz kurz. So, dann darfst du mich danach auch mal auf die Toilette gehen. Wo ist Emma? So lernt Louis heute nach für, also Stück, also nach für nach, Stück für Stück. Nach und nach, nach und nach. die Familie kennen. Ah. Das erinnert mich jetzt gerade an was, was ich vielleicht später noch erzähle. Weißt du was, wenn Ethan noch ein bisschen braucht? Frag sie doch mal nach dem Tag. Ich habe nämlich, wollte mal ein bisschen was ausprobieren wegen Geistern und sowas. Was denn, Handy klingelt da schon wieder? Oh. Ich wechsle mal zu Kimberly. Und ich habe meinen Faden verloren. Warte, ich muss mal ganz kurz Pause machen, um meinen Faden wieder zu bekommen. Und zwar, ich habe. Oder doch, ich mach's mal so. Jetzt ist Ethan natürlich auf die Gästetoilette gegangen. Ich hoffe, er geht dann auch wieder zurück. Und danach kann sie den kleinen Louis auch mal kuscheln. Louis bekommt heute so viel Zuneigung. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, was macht Emma. Okay, Ethan, dann geh du doch mal zu Emma oder gib Emma doch einen Kuss. Ihr seid so überglücklich gerade. Ich mach mal Play.
und Hold Hands. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe was ausprobiert mit Geistern, weil ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das jetzt überhaupt gemacht habe. Jedenfalls, ich wollte auf jeden Fall mal einen Sim umbenennen. Es gibt Ethans Ur-Urgroßmutter, glaube ich, heißt dann nicht Molly Castor. Ihr ursprünglicher Name war aber Molly Gibson. Ich wollte das gerne auf Gibson umändern und habe deswegen einfach mal die Gräber platziert, um zu gucken, wie lange es dauert, bis die Geister oder der richtige Geist auftaucht, ob das ewig dauert oder relativ schnell. Und habe dann auch mal ein bisschen gegoogelt. Ach, sind die beiden nicht süß. Und rausgefunden, wie man Geister heraufbeschwören kann. Oder nicht heraufbeschwören, aber heißt das. Oh, die haben. Was? Oh, ich finde den Namen schön. Brad und Abigail haben eine Tochter namens Carly bekommen. Wie süß. Jedenfalls, ich mache mal ganz kurz Pause. Mein Gedanken. Oder nee. Ich switch einfach mal hier rüber. Jedenfalls kann man halt mit diesem. Kann man halt mit einem Mod. Also. Die Geister halt heraufbeschwören, sag ich mal, oder erscheinen lassen. Erscheinen lassen ist das richtige Wort. Und halt. Ich habe meinen Faden schon wieder verloren. Man kann die Geister erscheinen lassen und halt auch dem Haushalt hinzufügen oder wieder lebendig werden lassen. Und deswegen habe ich das mal mit so ein paar Familienmitgliedern von Ethan gemacht, unter anderem halt auch Ricky. Und das war fast so. Oder halt auch Chads, Ethans. Großvater, und es ist einfach so süß zu sehen. Kimberly. Ich wechsle nochmal ganz kurz. Okay, ich glaube, dann kann sie sich nochmal ein bisschen mit Emma unterhalten. Ach, sind die beiden süß. Und jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich dann praktisch so die Sims, die eigentlich schon verstorben sind, wieder halt in diesem Spiel kurz mit drinne hatte. Und Ethan dann seinen Vater nach langer Zeit wiedergesehen hat. Und auch Kimberly hat Ricky wiedergesehen und romantisch umarmt. Und ja, und irgendwie fand ich das voll süß. Und mich hat das auch ein bisschen irritiert, weil auch Chad da war, aber halt in seiner jüngeren Version, also in seinem Erwachsenenalter. Mich hat das irritiert, weil ich so dachte, ach, wie süß. Weil ich halt so dachte, dass Ethan Chad gar nicht kennengelernt hat, dachte so, ne, Chad kennt ja, Ethan Chad kennt Chad ja gar nicht. Und das ist mir aufgefallen, warte mal, die haben sogar mal zusammen gewohnt. Chad ist mal nach dem Tod von Ricky ja bei denen sogar eingezogen. Aber Ethan kennt halt natürlich nur den Senioren-Chad und nicht den Erwachsenen- oder jungen Erwachsenen-Chad. So viel dazu. Ja, jedenfalls die Umarmung da vorhin gerade hat mich erinnert, so an die Umarmung mit den Sims, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Ich dachte, du warst schon auf Toilette. Ja, war sie anscheinend auch. Keine Ahnung, was das Problem ist. keine Ahnung. Aber dann kannst du dich ja trotzdem mal kurz über Familie unterhalten. Und dann kannst du noch. Ich gucke gerade, ob umarmen geht. Warum geht das? Warum sehe ich das gerade nicht? Ist das bei Family Orange? Nö. Naja, egal. Jedenfalls, dann würde ich sie mich mal irgendwo essen gehen lassen. Muss sie nicht eh arbeiten? Nee, ihr habt Fre Wow. Genau, dann kannst du mal essen gehen und ich switch dann wieder zu Emma. Ach du Scheiße, es ist ja schon spät. Ich wollte ja auch noch. Ups. Dann switche ich mal ganz kurz hier rüber, dass die auch mal vorbeikommt. Jetzt habe ich irgendwie die Zeit verplempert. Achso, darf ich mich mal aufmachen? Sind die überhaupt zu Hause? Darauf jetzt gar nicht geachtet. Ja, doch, irgendjemand ist zu Hause. Okay. Muss man manchmal auf Play machen, da werden die auch angezeigt. Genau. Wo seid ihr denn? Ist irgendein Babysitter zu Hause? Passt die Kleine alleine auf Dora auf? Weird. Dann, Liam, geh du nach Hause? Hol du doch die Kleine mal ab. Visit Dora? Nee. Ich könnte die beiden ja jetzt auch alleine hinschicken, aber irgendwie ist cool, wenn die Kleine. Also, sie kann mit dem Kind ja eh nicht interagieren. Hahaha.
Nee, ich schicke die mal beide hin. Ich habe den Relativity Mod doch gerade nicht installiert. Warum seid ihr denn hier? Oh, das dauert aber auch ewig, bis die da sind. Ich meine, ich könnte sie ja auch alleine hinschicken, aber anscheinend passt sie auch für ihre Schwester auf. Naja, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Nicht, dass mich irgendwas angeht. Oh, ich bin auch doof. Komme ich auch gar nicht mehr hier in das Haus rein. Okay, open. Und dann wechsle ich immer wieder. Obwohl, eigentlich könnte. Wer hat denn. Damien hat den. Obwohl. Naja, egal. Damien hat den Kleinen ja auch noch nicht kennengelernt, aber naja. Obwohl, ich würde es süß finden. Sorry, ich finde es aber doch. Ich würde es, glaube ich, doch süß. Obwohl, warte mal. Ich kann das mal so machen. Ich öffne hier auch mal. Ich lasse. Ach so, aber die haben ja selber gerade ein Kind bekommen. Das ist doof. So. Mir ist übrigens bei dieser ganzen Aktion mit den anderen Sims aufgefallen, dass. Wo sind die jetzt? Ach so. Dass Jake, Ethans Onkel, eigentlich familienbewusst ist und deswegen werde ich ihm, glaube ich, doch nochmal Kinder hinzufügen. Ich mache mich. Jetzt geht er doch nicht dahin. Du geh mal nach Hause. Achso, er geht auch nach Hause. Achso, falsches Haus ausgewählt. Und du kannst einfach mal hier reinstürmen anscheinend. Okay. Hab ich es jetzt? Ich hoffe es. Jedenfalls ist mir dadurch aufgefallen, dass Jake tatsächlich familienbewusst ist und deswegen finde ich es vielleicht doch ein bisschen realistischer, wenn er. Oder was heißt realistischer? Das ist dumm. Ich glaube, ich füge ihm vielleicht auch noch Kinder hinzu, weil Ricky war nicht familienbewusst und hat drei Kinder und sein familienbewusster Bruder hat keine. Und ich meine, letzten Endes hat er einfach nur keine Kinder bekommen, weil mein Spiel halt, also weil zu viele Sims in der Stadt gewohnt haben und das Spiel deswegen keine neuen Sims mehr generiert hat. Ich zeig das mal kurz, was am Familienstammbaum. Weil hier sieht man ja, dass praktisch, oder gerade wenn ich glaube ich sogar eine Generation höher geht, das. Also hier sind sie halt alle auch noch jung. Und hier haben sie halt alle Kinder, nur halt Jake hat halt kein Kind bekommen. Und an sich hatte ich jetzt kein Problem damit, wenn es halt auch mal einen Sim gibt, der keine Kinder bekommt, weil nicht jeder bekommt halt Kinder. Aber dadurch, dass er halt familienbewusst ist, dachte ich mir, füge ich eben vielleicht doch noch Kinder hinzu. Ich habe das schon mal in einem Video gezeigt. Ich glaube, das ist das dritte, vierte oder. Ich kann mal gucken, ich kann es in die Infobox, wenn ich es nicht vergesse, mal schreiben, welches genau das war. Ich glaube, ich habe das schon mal gezeigt, wie man das machen kann. Ethan schläft. Oh. Oh, der ist aber auch müde. Ethan, du könntest. Guck mal, der Kleine schläft auch schon. Wie süß. Ethan, da würde ich es mal sagen. Dann koch du mal. Mach mal veganes Sushi. Einfach, weil er eine höhere Kochfähigkeit hat und deswegen weniger dazu tendiert, es zu ruinieren oder was anbrennen zu lassen. Okay, Emma und bis Liam oder wen auch immer ich gerade zu euch rübergeschickt habe, bei euch ist, kannst du mal Schach spielen. Ah, da ist doch Liam schon. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ich finde es toll, wie Liam einfach so reinkommen kann. Kannst du ihn mal umarmen? Ich finde es toll, dass Emma ihre In-Laws so freundlich begrüßen kann. Ah, oh, sie hat ihm zugewunken. Das auch ich. Achso, Ethan soll ja kochen. Sie können ja die Kleine auch gerade kurz mitbringen. Weil wenn Jill jetzt eh zu Hause ist, dann kann sie ja hier einfach mit Zoe und Dora hingehen. Ach, wie schön. Und dann hat die nahe Verwandtschaft, oder was heißt die nahe Verwandtschaft, aber viele schon mal, oder ein Teil schon mal der Familie, den Kleinen schon kennen. Obwohl, jetzt schläft er halt auch. Aber er hat ja eh Hunger. Wie wär's denn mal, wenn
Onkel Liam ihm die Flasche gibt. Dann kann er ihn nämlich auch gleich mal kuscheln. Guck mal, dann wird er von Onkel Liam geweckt. Und Gift Butter. Dann kannst du ihn nochmal kuscheln. Obwohl, da müssten ja auch die anderen schon da sein. Und ich möchte nämlich, dass Jill den Kleinen auch nochmal umarmen darf und halten darf. Ach, guck mal, wie süß. Onkel Liam. Ich würde ja sagen, dass er das erste Mal Onkel ist, aber er hat ja schon einen Neffen. Oh, Ach, wie so mini. süß. Wer kommt denn da jetzt rein? Ist das Emma? Emma, noch nicht ins Bett gehen. Du musst hier. Es dauert immer eine Weile, bis der Haushalt gewechselt hat. Deswegen war ich dann immer, muss ich mit einem Satz pausieren. Aber Emma, du kannst dann gleich nämlich mal noch nicht ins Bett gehen. Weil ich möchte, dass du gleich noch Jill und Zoe und so Hallo sagst. Oh, es ist schon so spät. Weißt du was, die brauchen irgendwie so lange. Ess du doch auch einfach mal. Kannst auch mal den lieben Liam einladen. Ich muss jetzt mal kurz aufpassen. Hatte. Nicht, dass ich da eben jetzt. Also, ach, okay, ich wollte jetzt nur gucken, dass das Teller auch nach dem Füttern oder nach dem Flasche geben kommt. Aber dann ist ja alles in Ordnung. Und Emma? Wechsle ich wieder rüber? Da sind sie auch schon, da sind sie! Emma, dann warte nochmal ganz kurz. Oh, ich bräuchte jetzt eigentlich den Relativity Wand, das wird so spät. Sagt der kleinen Maus doch mal Hallo. Und ja, sie kann es auch mal begrüßen. Sag mal, Liam. Ach so, jetzt braucht er aber auch eine neue Windel. Ja, das kann ja dann mal die liebe Jill machen. Weißt du was, dann sagt Jill. Wir tun jetzt mal so, als ob Jill. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob Jill einfach so im Vorbeigehen schon Hallo gesagt hat. Gib der kleinen Oma was zu essen, bitte. Give Baby Food. Und dann würde ich nämlich sagen, kannst du dem Kleinen mal auch kuscheln und Windel wechseln? Kuscheln, Windel wechseln und spielen. Ich überlege gerade, weil Ethan. Du hast gegessen. Okay, Ethan, du kannst ja mal. Ich habe mich jetzt eine Idee. Vielleicht können die einfach über Nacht bleiben. Die kleine Maus, Mann. Oh ja, das kann er, wie süß. Ach, wie süß. Und wird aber auch schon mal besser befreundet, oder? Nee, das. Das geht leider nicht. Er kann sie nicht fragen, über Nacht zu bleiben. Frag sie doch mal nach ihrem Tag. Emma? Emma, hast du jetzt schon gegessen? Weißt du was? Dann ess doch mal. Genau, grab a plate. Vielleicht hätte sie sich auch erstmal um den Kleinen kümmern sollen. Es dauert irgendwie eine Weile bis. Jill, obwohl, jetzt kommt ja Jill gleich. Ich tue jetzt mal so, als ob Jill ja das angeboten hat. Hier, du, ich wechsle dem Kleinen die Windel. Ess du ruhig. Ich meine, die beiden haben ja Jill und Liam ja auch geholfen, als sie Dora bekommen haben, indem sie auf Zoe aufgepasst haben. Okay. Ethan? Hat er ihn schon begrüßt? Ich habe keine Ahnung. Oder war das Emma? Ich glaube, das war Emma. Ethan, du kannst ihn aber auch mal umarmen. Sag mal, Jill. Bist du denn jetzt schon? Ach ja, okay. Sie ist da. Ach. Super Tante Jill. Das ist so ein bisschen wie bei so einer Serie, wo irgendwie immer nur die eine Seite der Familie gezeigt wird und die andere wird komplett ignoriert. Oh. Ich wollte schon einen Screenshot machen, aber hier sind so viele Gedankenblasen, dass mir das jetzt gerade auch egal ist.
Ethan, kannst du eigentlich, kannst du ihn fragen, ob er über Nacht bleiben möchte? Ich übersehe es gerade. Cool. Dann frag doch mal Liam. Habe ich das gerade eben gesagt? Ich glaube nicht. Ich würde es cool finden. Oh. Doch nicht super, Tante. Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin auch so doof, weil ich habe gewartet, dass ich den Haushalt gewechselt habe. Ich bin gerade am Überlegen, wenn Ethan hat Liam ja jetzt gerade gefragt, ob er über Nacht bleiben möchte. Wenn ich jetzt den Haushalt wechsle, ist damit die Einladung auch wieder verworfen, weil Partys werden ja auch beendet. Okay, dann kannst du ihn aber mal ins Bett bringen. Und dann auch mal Ethan umarmen. Wo ist es? Friendly Hug. Oder hat er ihn noch nicht gefragt? Ach, er fragt ihn jetzt erst, okay. Emma, dann. Du kannst aber mal ins Bett gehen. Irgendwas wollte ich gerade sagen, hab's jetzt vergessen. Oder dass ich die beiden doch. Komm, ich lasse die beiden jetzt doch einfach mal nach Hause gehen. Ist zwar ultra spät, aber egal. Liam. Obwohl, eigentlich war es schon cool. Ich lass sie doch nach Hause gehen. Liam, nimm du mal die Kleine. Und dann geht doch mal nach Hause. Weil ich glaube, wenn dadurch, dass ich den Haushalt halt wechsle, werden die dann mitten in der Nacht, auch wenn Ethan sie eingeladen hat, mitten in der Nacht dann doch nach Hause gehen. Das war nämlich, glaube ich, neulich das Problem mit den Ronans. Ist sie charismatisch? Hat sie Charisma? Die Charisma? Die Charismafähigkeit? Okay, weil dann würde ich jetzt sagen, geht doch einfach nach Hause. Das ist eine Schulnacht auch noch. Eieiei. Okay, gehen wir hier hin mit Dora, Jill und Zoe. Genau, Louis, bleib bitte da. Oh. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass Mila ihr Baby bekommen hat. Das sah grad vorhin gar nicht so aus. Also ich hätte gedacht, es dauert noch ein bisschen, bis sie ihr Baby bekommt. Und vielleicht war es auch eine andere Meldung. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja gleich mal nachgucken. Ich wechsle aber mal eben schnell zu Ethan zurück. Ach, was ist denn hier auf einmal passiert? Da wechselt man einmal kurz den Haushalt. Oh Mann. Ich muss mal gucken, wie viel Geld die vorher haben und die beiden rausschmeißen. Okay, die beiden sind ausgezogen und ich habe den Geldbetrag wieder auf das, was sie vorher hatten, reduziert. Und ich habe natürlich meinen Faden verloren. Ich habe mir jetzt aber gedacht, dass es irgendwie ganz schön wäre. Warte mal, ich lasse jetzt Ethan und Emma einfach nochmal schlafen. Emma schläft schon. Ethan, du kannst auch schlafen. Ich glaube, ihm müsste es ja gut gehen. Ja, das ist super. Oh, warte mal, bevor die nämlich jetzt abhauen. Ich hätte nämlich ganz gerne. Ich würde es nämlich irgendwie ganz schön finden, wenn Jill und Liam insgesamt 4 Kinder haben. Und ich glaube, vielleicht könnten die jetzt nochmal versuchen, Baby Nummer 3 zu bekommen. Deswegen, ich fahre mal mit den beiden nochmal mit. Auf wen wartet ihr? Hat irgendjemand die kleine Maus? Liam hat die kleine Maus, während er fährt. Toll. Das ist natürlich schlau. Ich hoffe, dass sie, wenn ich jetzt zurückkehre in den Haushalt, dass die beiden dann auch wieder alleine wohnen und nicht wieder irgendjemanden im Haus haben. Ich schicke die mal eben schnell ins Bett. Folium hat sie tatsächlich gerade. Krass, normalerweise nehmen sie dann entweder ein Taxi oder halt jemand anders hätte die Kleine auch nehmen können. Oder jemand anders hätte fahren können. Ich glaube, ich mache das doch anders. Ich schicke die jetzt erstmal alle ins Bett und beende das Video dann hier. Und ich werde den nächsten Tag einfach mal offline spielen und dann sollen sie es einfach mal morgen früh oder heute früh dann versuchen. Das werde ich aber nicht mehr im Video zeigen und auch nicht im nächsten Video. Ich werde den nächsten Tag dann einfach überspringen. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht sehe ich euch ja dann im nächsten wieder. Tschüss!
Achso, mir ist auch gerade eingefallen, wo ich wieder zurückgewechselt habe zu den beiden. Ich wollte ja mal nachgucken, weil da gerade irgendwas mit Mila war, ob Mila jetzt tatsächlich schon ihr Baby bekommen hat. Ah ja, hat sie, okay. Raymond. Damien und Raymond. Okay. Und hier ist nochmal die Tochter von Ted und. Ach, Carly, ja genau. Ich finde den Namen schön. Okay, aber jetzt wirklich. bis zum nächsten Video. Tschüss.